In Berlin haben mehrere tausend Menschen unter dem Motto Freiheit statt Angst gegen staatliche Überwachung demonstriert. Zur Kundgebung vor dem Brandenburger Tor hatten mehr als 80 Organisationen aufgerufen, darunter Amnesty International, Reporter ohne Grenzen sowie der Verbraucherzentrale Bundesverband. Reden hielten auch der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz Peter Schaar sowie der Journalist und Aktivist Jacob Applebaum.